Ergebnis nach der AfD ginge, dann gäbe es so ein Gebäude in Deutschland nicht. Eine Moschee am nördlichen Stadtrand von Berlin. Vor allem das Minarett würden die Rechtspopulisten gerne verbieten. Zu verstörend fürs deutsche Gemüt, zumindest aus Sicht der AfD. Imam Said Arif kennt die Angriffe der AfD nur zu gut. Die da lauten, der Islam gehöre nicht zu Deutschland. Er sei eine Religion, die Gewalt und Unruhe begünstige. Die Ahmadiyya-Gemeinschaft kennt darauf nur eine Reaktion. Wir suchen den Dialog sogar auch mit der AfD, weil natürlich, wenn auf der anderen Seite eine Bereitschaft auch da ist, dann gehen wir, machen auch Dialogangebote, haben das auch in Vergangenheit auch gemacht und sind auch ins Gespräch gekommen und versuchen da dann halt einfach ihnen das nötige Wissen zu vermitteln, um einfach differenzierter hinschauen zu können. Die AfD kenne den Islam einfach nicht. Das sei das eindeutige Ergebnis der bisherigen Gespräche, so Imam Arif. Mehr als 4 Millionen Muslime leben in Deutschland. Viele haben einen deutschen Pass, zahlen Steuern, ganz normale Bürger. Ihnen allen gilt die pauschale Islamkritik der AfD. Das Problem ist jetzt momentan, dass Leute, die schon vorher irgendwie Unsicherheiten gegenüber dem Islam hegten oder generell Ausländerfeindlichkeit in sich hegten, nun durch die AfD ein Sprachrohr bekommen haben und sich jetzt eher trauen, öffentlich das kundzutun, als sie es jetzt vor 3-4 Jahren sich getraut hätten. Im eher türkisch geprägten Kreuzberg gehören Muslime zum Straßenbild einfach dazu. Serkan Turan verkauft seit 10 Jahren sein Gemüse auf dem sogenannten Türkenmarkt am Maybachufer. Dass bestimmte Religionen auf einmal nicht mehr zu Deutschland gehören sollen, solche Töne machen ihm Angst. Hitler ist auch so angefangen, ne? So kurz von kleinen Bewegungen, dann ist das, dann Hitler ist die Macht ergreift. Ja? AfD kann auch so sein. Ja, man muss irgendwie stoppen. Doch für die meisten hier ist die AfD und ihre Propaganda weit weg. Ich fühle mich wie zu Hause hier in Berlin. Aber also Kreuzberg halt, ne? Mir ist egal eigentlich, was da machen. Ich mache meine Arbeit, jeder soll seinen Job machen. Die Mitglieder der Moscheegemeinde im Norden Berlins reagieren sensibler. Beim Bau vor 8 Jahren gab es heftige Proteste von rechten Gruppen. Davon ist heute nichts mehr übrig. Die Lösung? Die Gemeindemitglieder haben einfach mit allen Demonstranten gesprochen. Was für eine andere Möglichkeit hat man denn, außer in Dialog zu treten, gerade in einer Gesellschaft, wo die Gesprächskultur auch geschätzt wird, auch die Debattenkultur geschätzt wird. Und das ist die Möglichkeit überhaupt. Und das hat sich definitiv gelohnt. Viele Muslime glauben, dass genau das die richtige Strategie im Umgang mit der AfD ist.